Entscheidend aber für mich persönlich waren diese Tore, die die Gewerkschaften zugemacht hat gegen den Willen vieler Arbeiter, waren für mich die Tore, die geschlossen wurden ein paar Monate später in Prag. Nämlich, wenn etwas sich genuin entwickelt, ohne dass es kontrollierbar sei, da kommen irgendwelche Kräfte mit Interessen, ja, die es dann das verhindern. Und dann kommen die rechten Kommentatoren und sagen, seht ihr, uns in einheitlichen Bündnis ja. mit den traditionellen alles Organisationen. Schön. Aber wie diese Erwartung, wenn etwas schön ist und man langweilt sich nicht mehr und man ist auf der Straße und formuliert etwas, dass dann die Leute, die eigentlich das Heft in der Hand haben, wo die Gewerkschaften eigentlich nur noch am Rand dazugehören, dass die dann irgendwann, wenn sie sich von ihrer ersten Überraschung erholt haben, zurückschlagen. Ja, wo ist da das Wunderbare dran? Das ist nicht das Problem. Jemand, der verloren hat, muss sich fragen lassen, ob suffisant oder nicht, warum hast du verloren? Wir haben nicht verloren. Du hast es falsch gemacht. Es ist was nicht, also es ist etwas daraus geworden, was nicht daraus werden sollte. Und zuletzt ist nichts daraus geworden. Ich stelle das jetzt einmal so hin, denn wenn man verlor, das, was man wollte, hat man nicht bekommen. Sicherlich wollte ich nicht, dass ich zusammengeschossen bin. Okay. Gehen wir mal von dem ein bisschen weg. Aber auch die Erwartung, die da in diesem Interview, das gespielt wurde, jetzt heute Abend zum Ausdruck kam. Wir können eine neue Welt bauen. Die alte Welt hat zurückgeschlagen, die alte Welt hat gewonnen. Und da nutzt also alles Herumwörteln nichts. Aber die Frage ist, das ist ein los. Historischer Sachverhalt. Ja, jetzt müssen und wir da müsste man sagen, ja, richtig, was war da fragen, los? Was einschließlich der Frage, Sie vielleicht so hat der Herr Wallen sagen, recht gehabt, vielleicht hat der Herr Sontheimer recht. Können Sie noch so einfach sagen, alt? Können Sie noch so ganz einfach Nein, ich meine, sagen, historisch alte Gesellschaft? Sind alt. Können Sie noch so ohne weiteres sagen, alte Gesellschaft? Können Sie noch so einfach sagen, alte Gesellschaft? Gerade durch die 60er Jahre, wie auch immer, wie widersprüchlich, wie verloren, wie gewonnen, wie auch immer. Wer kann denn heute noch, von Dräger bis zu all den anderen, wer kann denn heute überhaupt noch so von einer ja, ein anderes, alten Moment, Gesellschaft reden? Das ist ein anderes. Na doch, wenn man wenn sagt, Kohl diese redet. Bewegung hat vieles verändert, sagt man was Richtiges. Das ist aber, erst aber mal richtig, wenn man sagt, dass diese Bewegung selber sich andere Ziele gesetzt hat, andere Hoffnungen gehabt hat und dass ihr Ziel nicht war, umwegig Doch, und nicht. Geistig aber und da so wie da zu würde siegen, ich sagen, dass wir die sondern Punkt. Als solche zu siegen. Wir haben ja gerade kein das Missverständnis, Ziel. Dass die Diskussion eine Revolution in Berlin, sei. Die Diskussionen in Berlin, waren die nicht gerade an einem Punkt so besonders beschränkt und doch so deutlich? Da ging es niemals um ein Ziel. Und wir haben immer, wenn wir befragt wurden in Bezug auf Ziel, uns geweigert oder mit Absicht, bewusst oder unbewusst, haben wir uns gesagt, das steht noch nicht zur Debatte. Wir haben immer betont, die Bewegung. Und Sie kennen als Sozialdemokrat, Augenblick mal, ich will noch zu Ende machen den Satz. Ja. Es gibt einen Satz von Bernstein. Und den Bernstein, der ist Ihnen ja wahrscheinlich sehr, oder den kennst du relativ ja, gut. Die Bewegung ist, ist alles, was Ziel ist, nichts. Ist zwar falsch ist zitiert, aber nicht ganz so falsch. Aber es liegt so bei Bernstein im Denken drin. Beim Bernstein liegt es so drin. Ja. Und okay. Wir hatten, wo ist die Bewegung? Vergiss aufs Ziel. Und ich glaube aber, der entscheidende Punkt ist, wir hatten in den 60er Jahren die Bewegung. Im ja, Mittelpunkt. Und jetzt nicht mehr, was ist los? Und, was war? Und dadurch, jetzt dass das... immer noch. Naja, die Bewegung würde ich nicht bestreiten. Ich würde nur sagen, die Zielorientierung hat sich wesentlich verschoben. Zwischen den 60er und den 70er Jahren. Und in den 60er Jahren war ein Ziel überhaupt beschränkt. Wenn noch wir es äußerten, ja, es war Sozialismus. Nein, Herr Nenning hat sich auf eine Stellungnahme bezogen in dem Interview mit Herrn Richtig. Gauss, das Sie damals auf dem Höhepunkt der Entwicklung geführt haben. Und da haben Sie so etwa gesagt... Wir glauben, dass wir eine Welt bauen können, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat. Wir, ja auch noch. Das Subjekt ist war wir. Ja. Ist halt schiefgegangen, ich meine. Nein! Und mir tut's, ja leid, dass es schiefgegangen ist. Ich, ja wissen, warum. Nein, ich muss anerkennen, dass im Grunde solch ein Satz von damals ja hat einen historischen Zusammenhang. Genau. Ja. Nummer eins. Ja. Nummer zwei, wenn ich heute ein Jahrzehnt danach befragt werde, dann bitte ich erst einmal darum, dass derjenige, der mich befragt, den historischen Kontext sieht.
Man muss klar sehen, was ist 67? Wie ist die Bewegung, wie ist der Aufschwung, wie ist die Welle? Und das muss man erstmal als eine und dann würde historische ich sagen, Situation betrachten. Herr Nenning, noch ein Punkt. Also wirklich, weil ich finde so gefragt immer falsch. Herr, weiß ich nicht, warum ich Herr sage. Ist egal. Sag einmal Herr. Ja, einmal so. Aber das Problem ist so. So gestellt lässt sich historische Entwicklung überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Natürlich, es gibt, ich würde noch viel mehr sagen. Alles, was ich 68 gesagt habe, klingt in meinen Ohren heute fatal. Nämlich, und das ist für mich das Problem, wir haben ein Bedürfnis durch unsere Opposition artikuliert, waren aber, ich würde, oder waren wir, ist blöd, ich rede erstmal für mich, ich wenigstens habe den Eindruck, ich war nicht fähig damals, das zu formulieren. Und es gibt viele Interviews mit mir, wo ich mich am Kopf greife. Nun ist das jetzt nicht zum Beweis zu nehmen, dass es schiefgegangen ist, sondern erstens ist das Konsequenz einer radikalen Kritik unseres damaligen Bewusstseins, was, glaube ich, eben nicht auf der Höhe des Durchbruchs, des politischen, gesellschaftlichen Durchbruchs, das ist ein Punkt. Und das Zweite ist, das meine ich, ist Begräbnis, zu sagen, es ist gescheitert. In dem, es ist gescheitert mit den Maßstäben der Politik, die wir gerade abgelehnt haben. Wenn das Maßstab ist, ihr seid nicht an die Macht, dann sage ich, richtig. Wenn noch zu sagen ist, was ist noch gescheitert? Vorhin haben wir zusammen ziemlich lang geredet, der Rudi und ich, und da habe ich ihm gesagt, ich habe den Eindruck, so als Generation sind wir eine verwaiste Generation. Verwaist ist, weil unsere Mythen, unsere Vorbilder uns unter den Fingern zerbrochen ist. Viele von uns, ob ich oder nicht, das ist nicht das Problem, hatten Kuba als Beispiel, hatten China als Beispiel. Die sind völlig, das können wir heute aufgrund der Erfahrung. Sogar Vietnam. Vietnam, Kambodscha als Beispiel können wir überhaupt nicht. Im Gegenteil. Hier kommt wieder die Fratze für mich des Staates, des organisierten bürokratischen Staates, den ich gerade bekämpfe, wieder zum Vorschein. Unsere Stärke heute, im Gegensatz zu vielen, ist das fähig zu sein, das öffentlich zu formulieren, zu sagen, wenn das das Problem ist, dann können wir darüber reden. Wir haben keine Scheu zu sehen. Natürlich hatten wir projektive Hoffnungen in die Kulturrevolution. Das Bedürfnis, nicht nur Ich-Identität aus uns selber rauszuholen, sondern Macht darzustellen. Macht, die wir im Weltzusammenhang gesucht haben, aber die nicht so existiert hat. Und da meine ich halt, da kann ich sagen, das ist was nicht real. Deswegen würde ich den Satz vom Rudi, wir wollen eine Welt aufbauen, die die Welt noch nicht gesehen hat, das würde ich sagen, stimmt umso mehr. Und dass wir mit dieser Welt, wie sie uns vorgespielt wird von den Machthabern, nichts zu tun haben wollen, das stimmt immer noch.